Meet me, Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2, Ausgabe Nummer 30. Und ja, bevor es hier weitergeht und wir straight weiter unsere Street Race Rennen durchziehen, gibt es am Anfang ein paar Worte von mir zu erzählen, die sehr, sehr wichtig sind. Zwischen der 29. und der 30. Ausgabe von The Crew 2 sind sehr, sehr viele Tage vergangen, wo ich nicht aufgenommen habe. Beziehungsweise nicht aufnehmen konnte, weil ich sehr, sehr stark erkrankt bin. Ich habe wirklich jetzt mindestens fast 14 Tage lang irgendeine komische Erkältungsgrippe-Hölle hinter mir. Das war wirklich alles andere als schön. Ich habe hier nur noch lang gelegen, habe fast nur noch geschlafen. Ja, ich war absolut extrem kraftlos und hatte natürlich dementsprechend absolut keine Lust, hier irgendwas aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber zwischen dem letzten Video, also der Ausgabe 29 und jetzt, müsste man nur über mir Sicht sehen, dass ich ganz schön abgeschmissen habe. Ich muss jetzt aber noch vergleichen, wie gesagt, die Aufnahmen zwischen den zwischen 29 und Ausgabe 30 hier ist wirklich, da war wirklich jetzt fast 14 Tage lang Pause zwischen, weil ich absolut keine Lust hatte, irgendwas aufzunehmen. Ich bin natürlich zwischendurch trotzdem ein bisschen gefahren. Und wie man sieht, bin ich noch nicht hundertprozentig über den Damm. Aber ich fühle mich wieder fit genug, um mir wieder zu zocken. Wir schauen mal kurz die Entwicklung an, die ich jetzt in den letzten Tagen gemacht habe. Also unser Kontostand hat sich erhöht auf 2,9 Millionen Bucks. Das liegt daran, dass ich hier und da mal wieder ein bisschen New York gefahren bin, ein paar Mal. Und apropos New York, letztes Video, wo ich mich ja natürlich über den Verkehr aufgeregt habe. Dazu möchte ich noch Folgendes sagen, dazu muss ich mich noch ein bisschen entschuldigen, da ich da so ausgerastet bin. Aber ich wollte ja, wie ich nun mal so bin, mein Ehrgeiz, ja, ich wollte unbedingt mal unter 30 Minuten fahren mit Abkürzungen. Ich habe es trotzdem nicht hingekriegt, durch den ganzen Verkehr von New York und so weiter. Und ja, da hat sich dann ein ziemlicher Frustkluppen aufgestaut und der hat sich im letzten Video einfach mal komplett entladen. Deswegen war ich da so unfassbar sauer. Ja, ich gehe mal kurz hier auf Fahrer und dann schauen wir uns mal die Kultpunkte an, die ich hier verteilt habe inzwischen wieder. Waren noch nicht so viele. Ja, Goldfinger, gerade mal 38 Goldfinger-Punkte verteilt, um die Abwürfe zu steigern, die Beute, ne? Da haben wir hier Fahrzeug, habe ich hier, wenn nicht, Ausweichtoleranz um 20%, ist jetzt komplett voll. Bulldozer, um die Aufprallstärke bei Kollision abzuschwächen, natürlich. Ja, hier haben wir bei Heißsporn, haben wir natürlich hier Drift, steigert den Tempo-Multiplikator in Drifts-Events, dazu kommen wir später auch noch. Und hier habe ich hier rutschig halt, um den Multiplikator Drift Events ja zu erhöhen. Weil Driften kommt halt noch. Ne? Ja, was die Fahrzeuge betrifft, ich habe jetzt hier bei den Hypercars habe ich jetzt endlich zwei Setups voll, die ich machen kann. Und zwar habe ich hier beim Bugatti Divo habe ich natürlich, wie man sieht, kann jetzt meinen Nitro-Mischer aktiv. Ich habe jetzt endlich den Nitro-Mischer. Macht es natürlich gut für New York, weil man, wenn der Nitro doppelt so viel hält. Ist zwar jetzt noch nicht der perfekte Setup, ich gehe mal kurz auf Zusatzwerte. Ja, wir haben extra Portion, 22,7% Nitro. Ist vielleicht jetzt noch nicht so viel. Aber es ist schon ein deutlicher Unterschied, hier, was das betrifft. Also Nitro-Setup ist hier wirklich super, ich finde mir sehr gut. Hat lange gedauert. Der zweite Setup, was ich hier voll machen kann bei Hypercars, sind, warte mal, ich habe hier noch andere Hypercars hier, der hier zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier auf Performance gehe, kann ich hier zum Beispiel den Beutegräber kann ich aktivieren. Ne? Wenn ich jetzt hier hingehe, ich habe ja überall den Beutegräber hier. Da war nochmal eine Nitro-Mischer, aber den. Das ist schon voll. Zack, seht ihr? Da kriegt ihr den Beutegräber voll. Das heißt, bedeutet, dass ich nach jedem Rennen doppelte Beute bekomme. Hier, seht ihr? Ich schalte mal durch hier. Da ist der nächste. Ah, da ist er schon aktiv. So, hier habe ich jetzt den Beutegräber. Das heißt, ich kriege jetzt doppelt so viel Beute am Ende einer Fahrt. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Agera hier, mit dem Agera R jetzt New York fahren würde, da würde ich doppelt so viele Teile bekommen und die könnte ich hier reinbauen. Einzige, was mir dieses Spiel noch nicht bisher gegeben hat, ist der Ruhmmagnet hier. Ja, ich will mal kurz zeigen, was ich hier meine. Hier, hier. Den will er mir noch nicht geben, weil den habe ich bei... Irgendwo fehlt er. Ich glaube, bei Steuergerät fehlt er, glaube ich, noch.
Ich bin jetzt hier schon so oft New York gefahren, aber diesen Ruhmesmagneten, den wird er mir nicht geben, damit ich doppelte Followerzahl kriege, um halt doppelt so schnell meine Kultpunkte zu verteilen, weil natürlich ziemlich geil wäre. Ich bin jetzt hier zwischen so oft New York gefahren, auch mit dem Beutegräber, und trotzdem hat er mir, gibt er mir den Steuergerät, den Magneten hier nicht, gibt er nicht, den will er mir einfach nicht geben. Und da bin ich ein bisschen sauer drüber. Und das kotzt mich gerade so ein bisschen an. Ja? Finde ich äußerst schade. So, weiter geht's. Ich habe, wie man sieht, einen neuen Hypercar bei mir in der Garage drin, und zwar den Ford GT. Bin ich auch schon gefahren, New York-Strecke. Muss aber ehrlich sagen, ich persönlich muss sagen, der Ford GT Hypercar ist jetzt nicht so das beste Hypercar. Er fährt sich schon sehr gut, aber der braucht halt noch eine Weile, um hier auf Tour zu kommen. Also der kann mit den Bugattis und so weiter sowieso nicht wirklich mithalten. So, wie sieht's denn jetzt aus bei mir? Wie sieht's erstmal weiter hier? Ich habe mir vorher jetzt für die nächsten Fahrten einige Street Racing Autos zu tunen und damit auch einige weitere Street Race Sachen zu fahren, damit wir die erstmal durchkriegen. Ich zeige euch mal, was ich meinte. Wir sind hier bei Street Racing bei 26%. Ja, 58% haben wir schon geschafft. Ich möchte hier die 100% vollkriegen. Ja, meine, hier fehlen noch ein paar Sachen, weil da noch ein paar Fahrzeuge fehlen und so weiter. Den Kauf wird's natürlich noch, ist ja ganz klar. Aber ihr seht, ihr seid noch eine Menge Rennen zu fahren. Und ich möchte hier mal verschiedene Autos tunen und mit denen hier fahren. So, und dann ist der Auftakt hier in diesem Video. Denn wir werden uns hier in der Garage von mir, ich habe hier ein paar Autos platziert. Werden wir uns mal so ein bisschen umgucken, welchen Wagen ich als erstes benutzen möchte dafür. Und ich gehe jetzt mal kurz hier zu meinem... Mann, ich will hier der Fotoaufgabe hier. Geh mal kurz zu meiner Garage hier. Denn ich habe natürlich mit dem Colt 100, mit dem Erreichen des Colt 100, diesen wunderschönen Wagen hier gewonnen. Nämlich den... Was haben wir hier? Ja toll, danke, dass du mir jetzt anzeigst hier. Ach, der steht da hier irgendwo. Ja, der Chevrolet Camaro ZL1, genau. den habe ich gewonnen, als ich kurz Status 100 erreicht habe. Hier habe ich mir für mein Kit hier so rote Scheiben Prestige-Zeugs besorgt. Wie diese komische blaue Währung da. Das fand ich ganz witzig. Und hier haben wir auch noch einen schönen, wunderschönen Street-Race-Wagen. Und ja, den könnte ich jetzt natürlich auch anpassen. Jetzt haben wir hier noch schönes Porsche rumzustehen. Hier steht ein Hypercar, Königseck Agera. Ja, und ich bin gerade überlegen, welchen Wagen fahre ich jetzt am besten? Welchen Wagen nehmen wir uns jetzt als erstes mal zur Brust? Und ich glaube, für ein Street Race Auto nehmen wir uns mal den Camaro hier vor, weil ich den auch schon so von Optik her total klasse finde. Chevrolet Camaro ZL1. Den passen wir jetzt mal so ein bisschen an. Wir fangen mal mit Aussehen an. Ja, mal gucken, was wir hier so alles haben. Wir starten mit der Motorhaube. Wie Sie sehen, hier habe ich jetzt eine wunderschöne Motorhaube, wo vor oben auch der ZL1 drauf steht. Wir schalten mal kurz durch. Ah, das ist wohl wahrscheinlich die Carbon-Version. Ah, hier ist eine komplette Motorhaube aus Carbon. Die Luftschlitze oben drauf. Ich muss sagen, das fällt mir jetzt nicht so gut. Da sieht das schon besser aus. Also für meinen Geschmack sieht das schon deutlich besser aus. Ja, das beugt mal ein. So, Stoßfänger. Da haben wir jetzt nicht so viele. Also ich persönlich mag halt den Blick von dem Wagen, ne? Der sieht ja mal richtig Hammer aus. Ja, ich mag diesen bösen Blick bei Autos sowieso total gerne. So, haben wir blaue Umrandung unter den Lampen. Schön großen, fetten Kühlergrill, damit der Motor schön schnell gekühlt wird. Ah, ja, sieht auch nicht schlecht aus. Was hat sich jetzt hier noch unter den blauen Lampen hier? Ach, hier ändert sich die Farbe von den Lufteinlässen. Ah, das gefällt mir. Das sieht gut aus. Schön tieferlich, Carbon. Aber das blaue von den Lampen, den blauen Lampen, das gefällt mir absolut nicht. Das mag ich nicht. So, Kotflügel. Den Wagen ein bisschen breiter machen. Ja. Nehmen wir mit. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag ja breite Wagen. Felgen. Nochmal mal die gefallen mir. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt die ganzen Felgen durchzuschauen. Weil es einfach zu viele sind. Ja, Spiegel lasse ich jetzt auch so, wie er ist. Seitenschweller. Hat an sich nicht wirklich viel, nur dass das Carbon ein bisschen dunkler wird.
Na komm, bauen wir ein, ist okay. So, hinten machen wir den Wagen natürlich auch ein bisschen breiter. Heckspoiler. 6 Stück haben wir zur Auswahl. Mal gucken. Das ist ja nur so die richtig kleine, dezente Heckspoiler hier. Ich bin mal gespannt, ob wir auch so einen schönen großen haben, wie er auf dem Wagen aussieht. Naja, ja gut, der geht eigentlich so. Nimm den mal mit, der gefällt mir ganz gut. Stoßfänger, 12 Stück. Mal gucken. Ah, hier, die Endrohre hinten. Die sehen ja auch, das sieht jetzt richtig schick aus, das gefällt mir. Schön einmauert ins Carbon, das ist sehr gut. Okay, die hat leider die Lampen ändern sich hier so ein bisschen von der Farbe her. Wow. Schick. 4 richtig fette Endrohre hinten dran. Da macht er bestimmt ordentlich Lärm. Das fühlt sich bestimmt gut an. Wir werden auch natürlich kleine Probefahrt mit ihm machen, das ist ganz klar. Ah, oh, das sieht auch sehr schick aus. Aber ich muss sagen, diese hier, die blauen Endrohre. Nehmen wir mal das hier mit, das nehmen wir mit. Innenraum. Ah, oh, den lasse ich jetzt so, wie er ist. So. Gehen wir auf Performance. Ich habe ja für meine Performance-Dinger hier auch meine goldenen Teile. Passt jetzt einfach mal alles drin hier. Was ich genau übrig habe. Für Nitro-Mischer und so weiter rechts nicht mehr. Die habe ich in der. Doch, meine Harley habe ich die drin. Da müsste ich bei der Harley rausbauen. Dann könnte ich hier Nitro-Mischer benutzen. Aber bin ich jetzt so umwegig. Ich baue einfach mal einfach hier die Dings hier drin. Ah, noch eine Menge Nitro-Mischer übrig hier. So, wir haben jetzt einen Wagen mit 850 PS, maximale Geschwindigkeit von 365 km/h. Sehr gut. Ja, würde ich mal sagen. Den fahren wir jetzt mal eine Runde. Ich habe jetzt auch keine Lust, die Farbe zu ändern oder irgendein Video runterzuhauen. So. Mal einen Soundtest machen. Ich muss noch gucken, wie ich den am besten mache hier, damit der Wagen hier losfährt. Oh ja, der klingt super. Wie sieht der Wagen hier von drin aus? Mal gucken. Okay, ich muss X drücken, damit der die Handbremse hier bleibt. Oh ja, da klingt Power hinter. Das hört sich gut an. Ich habe hier wirklich eine Menge vor, wirklich eine Menge Autos zu tun. Mal gucken, wie der sie jetzt macht. Fahren wir jetzt ein bisschen spontan durch die Gegend hier. Aber ich muss sagen, bisher der Pontiac im Vergleich hat, glaube ich, die bessere Beschleunigung, habe ich das Gefühl. Ui. Straßenlage, ja. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal jetzt in einem Rennen aus. Weil ich möchte natürlich jetzt straight meine. Sag schon, Street Racing hier fertig machen. Dann fahren wir jetzt für die Strecke hier. Da ist grün, 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 grün. Da haben wir alle schon gefahren. Hier die Strecke, die Strecke haben wir noch nicht. Black Hills Ost. Da fahren wir jetzt mal mit dem Wagen. Und ich bin mal gespannt. Wie sich der Wagen jetzt als Rennwagen macht hier. Im Street Race. Ich hoffe, dass wir die anderen jetzt so ein bisschen alle davon fahren können. Ich meine, der Wagen macht optisch auf jeden Fall schon, wir haben schon was her. Ich muss sagen, ich mag den Camaro. Ist ein wunderschönes Auto. Ist so ein Auto, was ich mir selber in der Garage stellen würde. Ohne Witz. Oh, wir haben Winter. Na super. Okay, los geht's. Mal gucken, ob wir die alle davon fahren. Oh, Skyline fährt. Oh, wir haben hier mehrere Skyline mit dabei. Sehr schön. Ja, das war klar. Gut, ist ja noch auf leicht, aber trotzdem. Da sind wir weg. Geil. Oh. Uiuiui. So, ich bin mal gespannt. Also, ich muss sagen, Beschleunigung ist schon mal nicht schlecht. Für den Street Race 4. Find ich nicht übel. Und die Kurven nachher ist ja auch der Hammer, ey. Alter, nicht schlecht. Also die Kurven da. Oh ja, okay, jetzt haben wir ein bisschen hell. Oh, Alter.
Hat der Wackelkrantrieb? Ich weiß es nämlich nicht so genau. Aber die Straßenlage vor dem Ding ist aber der Hammer, ey. Und das, trotz Schnee, ja, lässt er sich so super kontrollieren. Der reagiert sofort. Ich drücke da links und rechts und der Wagen reagiert sofort in die Kurven, Alter. Das ist auch richtig geil. Camaro war dann super, hat mal wieder ein super Auto gebaut. Muss man ja mal sagen. Das, Alter, macht ja richtig Spaß, mit dem zu fahren. Das gefällt mir. Ey, wirklich, die Straßenlage ist fantastisch. Der reagiert sofort, Alter. Hammer. Ich geb Stoff und der reagiert sofort. Ich brauche nur kurz vom Gas runter hin und schon lenkt der Wagen sofort in die Kurve ein. Okay, hier muss ich jetzt natürlich ein bisschen bremsen, das ist klar. Fahrfehler meinerseits, aber ist nicht so schlimm. Aber ich muss schon sagen, alter Falter, nicht schlecht. Das ist ein super Fahrfeeling. Das macht richtig Spaß, mit dem zu fahren. Ich glaube, mit dir fahren wir gleich noch das nächste Rennen hinterher. Aber so weit von. Alter, das juckt den überhaupt nicht. Der bleibt schön in der Spur, Alter. Wahnsinn. Ich werde mal versuchen, die nächste Kurve vielleicht mit Vollgas zu nehmen. Okay, ich muss doch vom Gas runtergehen. Aber der bleibt trotzdem in der Spur. Alter, geil. Super Auto, ehrlich. Der bleibt einfach in der Spur. Es sprach Krischern und fertige Leitplanke. Na klar. Aber trotzdem, der reagiert sofort. Alle Achtung. Oh, 320, 330. Schon mal super Geschwindigkeit. Also 350 macht er bestimmt ohne Probleme. Na sag ich doch, da ist es doch schon so weit. Alter. Fast 400, 360 hat er locker geschafft. Na, wir machen mal gleich mal noch eine Highspeed, ein Highspeed-Ding, das machen wir gleich noch. Alter Falter. Also, mein Eindruck von dem Wagen ist fantastisch. Der fährt sich wirklich absolut super. Schön, wie der sich in die Spur hält. Na komm, dann machen wir gleich mal das nächste Rennen hinterher. Und dann machen wir nach dem nächsten Rennen mal einen schönen Highspeed-Test. Ich weiß auch schon, wo ich austesten werde. Das ist ja mal richtig geil. Alter Falter, was ein Auto. Dann fahren wir das nächste Rennen noch, wie gesagt. Wo ist er? Da ist er. Jetzt haben wir Black Hills West. Das wird mal spannend, wie er sich da macht. Die Strecke kenne ich überhaupt noch nicht. Aber das klingt nach einer ziemlich kurvenreiche Strecke. So, der Winter ist vorbei. Mal kicken, wie sich jetzt der Wagen außerhalb vom Schnee macht. Also ich bin da wirklich positiv überrascht. Der Wagen lässt sich ja total super fahren. Und sieht nur noch spitze aus. Also das ist ein Wagen, der die wärmstens empfehlen kann. Der Camaro hier. Alter Falter, was ein Auto. Ich bin da begeistert. So, mal gucken, wie jetzt der Wagen auf festem Boden macht. Also ohne Schnee, meine ich. Bei Schnee ist immer so ein bisschen rutschig gefahren. Aber der bleibt in der Spur, Alter. Dafür, dass er so klobig ist. Alter Fall, jetzt haben wir beinahe hier mal geknallt, da. Huiuiui. Oh, sehr kurvenreiche Strecke. Das ist natürlich jetzt richtig gut. Um jetzt mal die richtige Kurvenlage auszutesten hier. Der reagiert wirklich sofort auf die Bewegung, Alter. Hammer, Alter. Da könnte glatt eine Lieblingswagen vor mir werden, ey. Aber wir haben ja noch so viele Street Race Autos, Leute. Ich werde ja so viele Street Race Autos tun, das glaubt euch ja nicht vorstellen. Okay, muss ich doch ein bisschen stark abbremsen, sonst hätte sie kracht. Aber trotzdem, Alter, kriegt. Alter. Der Wagen ist der Hammer. Nein! Ah, scheiße, okay. Das war jetzt mein Fahrfehler. Da war jetzt ein bisschen zu schnell und hab natürlich vor die Kante mitgenommen, das war jetzt klar.
Aber das hier, Alter, ey, ist ja Wahnsinn. Wie schön der an der Spur bleibt, Alter. Hammer. Ich bin schon mal gespannt, was der für eine maximale Geschwindigkeit schafft. Da habe ich auch schon die beste Stelle dafür. Oh, ja, das war da. Das ist aber eine ziemlich krasse Kurve gewesen hier. Oh ja, der fährt sich absolut spitze. Das macht Spaß, bei dem zu fahren. Nein, nicht schon wieder die Kante, verdammt! Okay, jetzt wollen wir ein bisschen versuchen, ernsthaft zu fahren hier. Zwei Unfälle hier. Zwei mal Kante mitgenommen, das reicht ja wohl. Bin mal gespannt, ob der wirklich die 380 schafft. Alter Falter. Jetzt kommt ein schöner, schneller Abschnitt hier. Das gefällt mir. Alter. Na, die Stelle kommt uns auch wie bekannt vor, oder? Ist ja nicht diese... Wo man jetzt zum Hyper hochspringt. Oh, ein Büffel überfahren. Egal. Ja. New York-Strecke, Abkürzung. Also, ich muss sagen, mein Eindruck von diesem Wagen ist jetzt bis jetzt wirklich sehr, sehr positiv. Der hält sich super in der Spur, die Beschleunigung finde ich auch sehr gut. Der Sound ist fantastisch. Komm, jetzt machen wir mal hier, Höchstgeschwindigkeit mit dem Wagen hier. Kann ich mich jetzt irgendwo hin... Achso, es kommt jetzt auch die Zwischensequenz, okay. Gucken hier, Select-Karte. Dann ist hier oben irgendwo. Genau. Fahren wir mal zur Flucht hier hin. Blitzreise. Die Flucht brauchen wir jetzt natürlich nicht. Ich will jetzt mal bloß wissen, wie schnell der Wagen fährt. Und dafür fahren wir jetzt mal hier ein Stück zurück. Jetzt bin ich mal gespannt. Niedrig tut ich jetzt allerdings noch nicht. Ein bisschen früh. Ich will jetzt einfach nur wissen, was der Wagen maximale Leistung. Also was jetzt die höchste Geschwindigkeit von dem Ding ist. Alter Falter. Na komm, die 380 kriegt ja alle Probleme hin hier. Also 380 macht alle Probleme. Das ist ja schon mal. Okay, Benito macht 380, steht dem ich zu. Ah, scheiße, du blöder Sau. Also 380 kriegt der Benito ohne Probleme hin. Das ist schon mal eine richtig gute Geschwindigkeit. Alter Falter. So, gleich nochmal Nitro zünden hier. So, warte. Das ist der Salzsee. Keine Probleme. Und dann mit den Standardeinstellungen. Also, top, also Geschwindigkeit ist top. Finde ich sehr gut. Gucken wir uns mal kurz die Beschleunigung an von 0 auf 100 und so weiter. Überhaupt die generell die Beschleunigung. Und los geht's. Oh ja, die Beschleunigung ist fantastisch. Alter, ist das schnell 200. Komm, noch der nochmal. Hält mal kurz mal hier vorne an. Alter, Alter, was ein geiles Auto, ey. Auch von der Optik hier, absolut. Absolut mein Ding. Und ab dafür. Na, ungefähr 3 Sekunden bis auf 100. Maximal, ich habe das natürlich nicht richtig ausgerechnet, aber...
Beschleunigung ist fantastisch. Also, da kannst du echt richtig sagen, Alter. Wahnsinn. Wie schnell der auf 330 oder 350 hier ist, ist ja Hammer. Also, das ist ein super Auto. Also, ehrlich. Top. Ja, den Wagen, den wir gerade fahren. Ja, den Chevrolet Camaro ZL1 auf maximaler Stufe. Alter Falter, ich will mal kurz gucken, was wir so für Folien runterladen können. Ja, gucken wir mal, Verzierung. Auf Top 100 hat euch hier mal so ein bisschen durch. Okay, gelb. Das, ja, ist jetzt nicht so meins hier. Der sieht schon besser aus. Nicht schlecht. Dem blauen Akzenten hat was. Ah, Polizei-Outfit. Ja, macht sich auch bestimmt als Polizeiwagen. Gut, bei der Beschleunigung und der Höchstgeschwindigkeit ist da nicht schlecht loszuwerden. Manche Outfits hier sind wirklich ein bisschen too much, wie ich finde. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hat nämlich noch so ein bisschen an den BMW M3 GTR. So, die Lackierung, natürlich nicht die Farbe, aber die Form. Ich muss sofort an den BMW von Need for Speed denken. Oh, nee, das gefällt mir absolut nicht. Was? Ach du, nee, oh, nee. Nicht so bunte Zeug, Alter. Widerlich. Hier, das ist, was ich halt ein bisschen als too much empfinde. Also das hat diese typische japanische Tuning-Outfit. Die mögen, ich glaube, viele mögen da tatsächlich so, dass die Autos so zugeklatscht sind. Aber ich bin eigentlich eher der Freund von dezenten Sachen, was sowas hier betrifft. Und ich mag es weniger als mehr in dem Sinne. Wo die geht dann auch gerade noch so, Alter. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Monster Energy, bah. Hier wieder diese typische BMW-Lackierung, nur halt mit anderen Farben. Ich weiß nicht, diese typische Tribal-Version. Man muss automatisch wirklich an den BMW denken, von Need for Speed. Saiyan Pride. Der sieht aus wie Vegeta. Ist ja geil. Komm, den nehme ich mit. Das gefällt mir. Der sieht aus wie Vegeta, den nehmen wir mit. Hä? Geil. So. Aber warum bleibt beim Aussehen? Hier scheint irgendwie einen neuen Spoiler zu geben. Na, ich hab doch gerade geguckt hier. So, oh Gott. Ja, also, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich muss sagen, der Wagen lässt sich spitze fahren. Sieht ja so relativ super aus, wie ich finde. Die Lackierung gefällt mir sehr gut. Und ich würde sagen, wir machen straight weiter im nächsten Video mit dem nächsten Wagen, den wir uns vorknöpfen. Wir haben mit dem Tuning Cup da schon auch schon eine Idee. Ich bin mir schon direkt in der Garage und da freue ich mich schon drauf. Ich bin froh, dass ich mit The Crew 2 endlich wieder weitermachen kann, dass ich mich endlich wieder fit fühle. Und wie immer an dieser Stelle würde ich sagen, bedanke ich mich für's Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, wenn ich dann das recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.